lecker aus. Sag mal, schmeckt das auch? Gib mir das Rezept für die Speise. Das meiste hab ich aus dem Einkaufsmarkt. Ich achte sehr auf die Preise. Die Industrie ist der Boss und hat mit Liebe gekocht. Lass es dir schmecken und leide. Lass es dir schmecken. Und wie gesund das ist, sieht man an unserem Tisch. Alle sind gleich wie Kreide. Was man heute isst, ist ja halb so wichtig. Die Zutaten sind nur Schrift, wir sind krank und bickrig. Das Essen ist giftig und dennoch heiß begehrt. Vorgekochte Gerichte sind nämlich ihren Preis nicht wert. Einige Zeit ist es her, ich wurde Diabetiker. Dafür bin ich heute ein froher Überlebender. Jetzt kann der Pharmakonzern mich als Kunden empfangen. Und irgendwann ist dann die ganze Menschheit untergegangen. Denn das Leben kann so lecker sein. Und deinetwegen sogar mit lebensgefährlichen Leckereien. Doch deine vergewaltigte Peristaltik schaltet auf Bypass, wenn du das in dich reinfrisst. Der ganze Supermarkt ist voller Glutamat. Greif zu, friss Scheiße. Und sogar Knabberkram ist voller Aspartam. Bedien dich, friss Scheiße. Das Steak ist rosa zart, voll Antibiotika. Lass es dir schmecken, friss Scheiße. Lass es dir schmecken. Und man serviert dir fleißig E334. Das ist der Deckname für Scheiße. Was wir viel lieber hätten als Vitamintabletten, ist echtes Essen anstatt Burger, Chips und Zigaretten. Kontrollier Nahrungsmittel und damit Menschen. Wer Scheiße frisst, hat halt keine Kraft zum Denken. Fang zu futtern an, was ist dir unbekannt? Es fängt zu jucken an und du wirst zuckerkrank. Vertreibt Neste für diese Risikogruppe und anderen Namenrezepte für Diabetesprodukte. Egal ob Steaks oder Soße, es kommt stets aus der Dose. Und du wunderst dich später über die Krebsdiagnose. Auch wenn du viel abbekommst, du wirst nicht satt davon. Der Nährwert einer Packung Cornflakes steckt im Pappkarton. Frisch aus der Fabrik, Landwirte sind am Ende. Es sei denn, Monsanto verkauft ihnen Saatpatente mit Terminator-Gen. Und die Konsequenz ist, dass Bauern davon abhängen wie ein Drogenkonsument. Bei mir gibt's heute gedämpften Braten. Und was gibt es bei dir? Klar, gedämpfte Erwartung. Friss Scheiße. Der ganze Supermarkt ist voller Glutamat. Greif zu, friss Scheiße. Und sogar Knabberkram ist voller Aspartam. Bedien dich, friss Scheiße. Das Steak ist rosa zart, voll Antibiotika. Lass es dir schmecken, friss Scheiße. Und man serviert dir fleißig E334. Das ist der Deckname für Scheiße. Klaus Hipp versteckt sich hinter seinem Namen. Macht jetzt Reklame für Fleischwurst und Weißbrotwaren. Die landliebe Tante rührt den Joghurt mit der Hand. Leider hat sie Schuppenflechte, deshalb werden alle krank. Gott sei Dank gibt es ja Mama Miracoli. Magst du sie, auch wenn die Pasta Napoli sehr schwer im Magen liegt? Die Harmonie von Geist und Körper wird gestört. Von Magie und Knorr, denn das gehört nicht auf den Herd. Zerkochte Nährstoffe verstopfen deine Adern und erzeugen wenigstens schädliches Herzklopfen. Zum Kotzen. Keiner kennt die Wahrheit über die Inhaltsstoffe von seiner Henkersmahlzeit. Ich hab Frühstück gemacht und bring es dir ans Bett. Es gibt frische Eier, Klasse A aus dem Tier-KZ. Und pestizidverseuchtes, verstrahltes Gemüse. Die Hormone im Fleisch erzeugen starke Gefühle.